Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Wheels. Da ihr langsam schon denken müsst, wie dumm ist der eigentlich, dass der immer die Happy Wheels Folgen immer einen Tag davor machen muss, habe ich mir gedacht, nehme ich doch genau an dem Tag, wo die letzte Folge aufgehört hat, also ich nehme jetzt gleich danach nochmal eine auf, damit ich wenigstens jetzt eine im Pad habe und die wird natürlich 30 Minuten lang, wie ich ja schon letztes Mal versprochen habe. Und jetzt wird sie aber auch 30 Minuten lang. Deswegen halt auch keine Wand hinter mir, aber vielleicht im nächsten Video, wer weiß es. So, und ich erzähle euch heute wieder irgendwas in der Folge, weil ich will ja, das soll ja so ein Format werden, das ewig gehen soll. Und deswegen habe ich überlegt, ob ich da was reinpacken soll. Das erzähle ich euch aber alles, während wir spielen. So, deswegen hat sich da eigentlich auch nicht wirklich viel verändert an den Leveln, weil wir sind jetzt vielleicht eine Stunde später oder zwei. Und deswegen, naja. Der Creeper-Fight, den hatten wir letztes Mal. Spike-Fall auch. Survival-Arena. Das hört sich doch geil an. Hört sich auch voll so an, als würde man dabei entspannt was dazu erzählen können. Aber wir sind der Vater. Wir haben schon... Oh. Oh. Ach, das ist ja geil. Der ist ja geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, aber eine geile Spieleidee. Und natürlich drücke ich wieder mal auf ESC. Ich glaube, es vergeht keine Folge mehr, wo ich nicht auf ESC drücke. Nein, Restart. So, nochmal. Aber das ist eine geile Spielidee. Ich komme gleich zu dem, was ich erzählen wollte. Oh, Hilfe. Okay, das ist jetzt noch einfach, aber das mit den Autos ist ja schon fies. Oh, sorry. Oh nein. Oh, sorry, Carl. Oh, Hilfe. Carl hat leider nicht gewonnen, aber ich schon. So, Exit to Menü. Oh, Sword Throw, da kann man schön was dazu erzählen, das ist geil. Ja, also. Und zwar habe ich mir nämlich gedacht, das ist ja immer so ein Format, das jeden Montag kommt. Und ich werfe einfach mal alle Schwerter weg. Ja, das jeden Montag kommt, deswegen habe ich gedacht, warum könnte ich da nicht irgendwelche News erzählen? Also so vielleicht Spiele-News oder irgendwas... Warum werfe ich beim dritten Wurf immer alle Schwerter? Was soll denn das? Okay, ja, so Spiele-News oder irgendwas halt, irgendwelche News halt einfach, die so die letzte Woche gegangen sind. Also, weil es ja Montag kommt, könnte ich dann immer von der letzten Woche so erzählen und dann halt jeden Montag das machen. Und, naja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben oder vielleicht habt ihr auch bessere Ideen, weiß ich ja nicht. Weil ich will halt, dann hätte ich halt immer ein bisschen was zu erzählen und so. Und könnt halt die Folgen auch mit was intellektuellem Wichtigen verfüllen und nicht nur mit meinem Geschwafel über irgendeinen Scheiß. Wie zum Beispiel über sowas. Also, dass ich das machen will. Simple Death Ball. Probieren wir mal aus. Ich hau die einfach raus, ihr Level. Ich hau die sowas von raus. Nee, aber... Ich meine nur, wer halt schon... Alter. Geil. Voll geil. Ja, gerade eben sind sie noch auf uns gefallen. Und jetzt machen wir die fertig, die Vans. Ja, ja, keine... Oh. Keine Absicht. Boah, geil. Klettern mit dem Ding ist ja auch cool. Also, ich komme mir ein bisschen vor wie bei Assassin's Creed. Ich will jetzt nicht hier das vergleichen, aber es war schon 10-mal geiler, muss man sagen. Also, da kann sich Assassin's Creed noch eine Scheibe von abschneiden. Ach. Assassin vs. Barbarian. Wollen wir doch gerade davon reden. Der Oppis, der ist der Zuschauer, denke ich mal. Dass sie immer so lange brauchen zum Laden. Wieso denn? Ich verstehe es nicht. Ach so. Ich glaube, wir sind der Assassine, nur dass der seine Kutte irgendwie in der Hand hält. Egal, egal. Wieso nicht? Wieso nicht? Ich bekomme euch alle. Auch wenn du meine Kutte geklaut hast, bin ich immer noch derjenige, der euch alle töten wird. Und da ist noch ein Freund von uns, aber ich habe so das Gefühl, dass uns einer auf... Ja. Ja, okay. Warte, wir brauchen einen anderen Charakter. Ja, der macht auf jeden Fall alle fertig. Der kann natürlich auch mega hoch jumpen. Der weiß auch nicht so ganz, wie man eine Kutte aufzieht. Der hat sie halt eher im Mund. Aber, ja, okay, das wollen wir jetzt nicht... kritisieren oder so. Nein, komm. Wir können... Oder so.
Und stirbt natürlich erstmal beim ersten Mal. Okay, der ist auch nicht so gut. Ja, komm. Keiner ist besser geeignet als der Vater. Der hat sie nämlich auch mal auf die Kutte. Aber der kleine Karl, der hätte jetzt auch noch eine gebraucht, oder? Der Karl Kenway. Okay, der Vater schafft es wohl auch nicht. Der kriegt aber nochmal einen Versuch, weil ich glaube an ihn. Also ich meine, ein Versuch kriegt er noch, ein Versuch. Scheint schwer zu sein. Hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, es wird so ein Level, wo man voll durchrushen kann. Aber nee. Aber wir haben ihn noch, auch wenn der... Okay. Nee, der ist mir zu schwer. Also so viel Skill gibt es bei mir leider nicht auf dem Kanal, sorry. Nailed it. Was? Ich glaube, ich sollte den Hammer irgendwie zu fassen bekommen. Was? Es gibt Level. Es gibt wirklich Level, da ist Neon. Neon hört sich immer gut an. Ach so, okay. Ah, das ist auch cool. Wenn man es halt so macht, dass auch ein... Dass es auch einen geilen Effekt gibt. Also ich zeige euch das mal, wenn ich das jetzt hinbekomme. Kann ich eigentlich hier jetzt auch... Will ich mich verarschen. Hey Leute, ich hab's echt... drauf. Ne, hier kann man nicht den Charakter changen. Also es geht wirklich nur bei Level, wo man auch am Anfang den Charakter changen kann. Ich habe nämlich schon gedacht, dass es geht. Und irgendwie ist das echt der falsche Charakter dafür. Vor allem, wie sich halt die Räder gar nicht bewegen bei dem Fahrrad. Ist egal, das ist ein Fahrrad, das so fährt. Jetzt sind wir im richtigen Rhythmus drin. Oh, wir sind so schnell. Egal, fuck the system. Yeah. Okay, das war ein bisschen viel. Oh, Stickman's Fight. Ja, auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht, keine Ahnung, Spiele-News oder zum Beispiel von den neuesten Spielen eben halt irgendwelche Neuigkeiten in der Spielewelt oder so Neuigkeiten oder irgendwelche Fragen beantworten. Ja, zum Beispiel Fragen beantworten. Das könnte ich auch mal machen. So ein FAQ im Happy Wheel Style. Oder, ja, da gibt's so viel. Einfach mal in die Kommentare schreiben, falls ihr Bock darauf habt. Wenn nicht, dann gibt's einfach die weiteren beschissenen Videos, die euch ja irgendwie gefallen. Also beschissen im Sinne von... Beschissen. Nein. Beschissen im Sinne von... ohne intellektuellen Hintergrund. So meine ich das. So, Stickman Fight. Ach, das ist jetzt wieder sowas. Okay. Das hat mir am ersten Part war das sogar, gell? Da hat mir es richtig gut gefallen, aber das ist jetzt irgendwie ein bisschen leichter gemacht. Also halt von der Aufmachung her. Also vom Design. Aber das heißt ja nicht gleichzeitig, dass es schlecht ist. Also, da will ich hier gar nichts sagen. Auch wenn der Pogoman da nicht so ganz mit klarkommt. Aber jetzt. Nee, behalt du dein Messer bei dir. Oh, gegen's Mikrofon gekommen. Behalt du dein Messer bei dir. Köpfer ins Messer rein. Perfekt, Pokémon, perfekt. So wollen wir es sehen. Hätte er einen Helm aufgehabt, aber den hat er natürlich verloren beim anderen Messer. Also, kenne ich auch. Typische Straßen, Verkehrsprobleme. Wenn ich mit dem Pogo-Stick durch die Straßen so springe, verliere ich auch oft den Helm, weil mir halt einfach, bleibt einfach am Messer hängen. Das ist normal. Da liegt einfach so auf der Straße ein Messer und dann bleibe ich halt dran hängen. So sieht es dann ungefähr aus. Ja, genau so. Ich fühle mich ein bisschen Déjà-vu, habe ich hier gerade. Ah, ja. Genau so. Perfektes Déjà-vu. Ey. Ich glaube, das hat bei mir abgeguckt, das Spiel. Alter, die hängen jetzt schon fast zu dritt an uns. Könnt ihr jetzt mal bitte weggehen? Ich will hier mal das Level in Ruhe zu Ende. Weißt du, diese Fans immer. Diese Fans, das ist unglaublich. Dass die einen nicht in Ruhe Happy Wheels spielen lassen können, ist echt schlimm. Oh, Mann. Kann ich bitte mal nicht... Okay. Nee, dann... Oh, doch, jetzt. Aber soweit so gut, soweit so gut.
Die können gern bei uns bleiben, das macht mir absolut gar nichts. Wenn ich nicht so ganz verstehe, was der jetzt wollte. Egal, also. Komm schon. Ey, wenn wir das jetzt noch schaffen, das wäre so geil. Das wäre einfach so geil. Komm schon, sterb jetzt bitte nicht aus irgendeinem Scheiß. Manchmal springt der voll hoch mit den zwei und manchmal überhaupt nicht. Ich habe also zwei Verbündete sozusagen. Ja, ja, nein. Jetzt wollte der uns fast hochziehen. Ja, nein. So, und jetzt. Nein, nicht sterben, nicht sterben, bitte nicht. Okay, er hat den Arm verloren, das ist gar keine gute Idee. Ja, ja, nein, nein. Wir schaffen es noch. Keine Angst, wir schaffen es noch, auch wenn die Geräusche richtig... Ja, ja, ja. Geil. Geil. Ich glaube, davon mache ich ein Bild und hänge es mir übers Bett, weil es einfach so gut war. Nicht Spaß, Mortal Kombat. Ist auch gut. Fatality! Road for Scorpion. Ja. Okay. Ich fand's jetzt schon so um... Ich gebe dem Spiel eine 1. Also ich find's schon ein bisschen geiler wie das neue Mortal Kombat. Aber ich will jetzt... Ich hab's neue Mortal Kombat noch nicht gespielt, aber nachdem ich das gesehen habe, brauche ich's auch gar nicht mehr, weil das war die Erfahrung von Mortal Kombat, die ich immer wollte. Perfekt. Einfach perfekt. Elevator Challenge. Was soll das sein? Ach so, okay, ja. Ja, das ist ein neuer Spielmodus. Den habe ich jetzt auch. Von dem habe ich auch letztens erst gehört. Weil ich spiele ja auch manchmal so kurz, weil ich einfach sonst keine Spiele habe, die ich mal so spielen kann, ohne aufzunehmen. Okay, das war einfach. Das, wo ich letztes Mal gemacht habe, das war schwieriger. Aber egal. Ja, ist ganz witzig, aber naja, ich finde es jetzt nicht so mega geil. Matrix. Oder Matrix. Schon geil. Schon geil, aber ich glaube, wir müssen ausweichen, habe ich so das Gefühl. Ha. Hätten die im Spiel Matrix halt mal eine Ananas gehabt, dann... im Spiel, im Film Matrix mal eine Ananas gehabt, dann wäre denn nie was passiert. Wenn die sich halt meine Happy Wheels-Folgen nicht angucken, haben sie Pech. So, Sword Throw. Ich glaube natürlich wieder mal nur Scheiße, wie gesagt. David... He stole your girlfriend. David. Das heißt normalerweise, ihr wisst, was ich meine. Bruder vor Girlfriend. Aber das geht so weit. Das war Karl. Das war nochmal Karl. Das war David. Und Santa Claus. Und Emily. Und ich. Ich bin mit dem Druck nicht mehr ausgekommen, dass ich David umgebracht habe. Deswegen musste ich mich nochmal umbringen. Das ging aber nicht anders. David, so blöd, setzt sich einfach auf. Also ich weiß auf jeden Fall schon, wie ich die Folge nennen werde. Ja, okay, ich habe schon... Ich sag's euch nicht. Also, bin ich dumm? Warum sollte ich es euch nicht sagen? Ihr habt es ja sowieso gelesen. Das ist diese Zeit. Ich habe es ja schon im letzten Part gesagt. Ich werde die Folge, aber das habt ihr sowieso schon gesehen, deswegen brauche ich es eigentlich gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem. Ich werde die Folge nennen, David mag es, auf Schwertern zu sitzen. Hier zum zweiten Mal ist der Beweis dafür. So, Karl muss auch weg. Und, nein. Boah, aber war fast. Your old boss, komm schon, den muss ich jetzt, hier, boah, der hat mich gefeuert, nur weil ich, am Telefon. Alter. Also, Karl. Der Santa Claus und der David. Okay, David, sorry. Vielleicht
Boah, ja, ich glaube, ich bin richtig fies. Vielleicht habe ich ja sogar schon ein Bild von David eingeblendet, also so auf dem Kopf von dem David, das ist ja so geil. Hoffentlich denke ich da dran, das ist ja so geil. Ey, mein alter Boss hat immer so Glück. Den bringe ich jetzt einfach zum Ersten gleich um. Mit Karl am Schwert. Ah, oder auch nicht. Aber jetzt. Jetzt bist dran. Okay. Jetzt aber. Hätte mich halt nicht feuern sollen. Die Emily ist schon weg. Oh, David voll erwischt. Nein, wie knapp. Warum bricht er sich jetzt die Füße? Gib mir jetzt noch ein Schwert und jetzt. Ja. Ja, perfekt. Geiles Ding. Auf jeden Fall geil. Das war jetzt mal wieder ein cooles Sword Throw. Crazy Harpoon Run. 2. Okay. Ach so. Habe ich gerade crazy gesagt? Das heißt crazy, Alter. Ich dumm. Ah, Mann. Okay, eigentlich hasse ich das. Oh, aber wir gehen voll ab. Wir verlieren. Okay. Eigentlich hasse ich das, weil das meistens unmöglich gemacht ist. Aber ich probiere es trotzdem aus. Okay, wir machen hier den supergeilen Trick hier, dass ich für immer schwebe und Superman bin. Ja. Okay, Karl könnt ihr ruhig mitnehmen. Perfekt. Perfekt. Ging mir zwar alles viel zu schnell, aber wir haben es geschafft. Das reicht mir. Oh, Rainbow Throw. Was ist denn das? Wie gesagt, ihr müsst 30 Minuten mit mir aushalten. Ach so. Zwei Bälle noch dazu, okay. Nichts passiert, ist auch geil. Help. Geil. Oh, wir können schon mal nicht sterben. War jetzt irgendwie viel zu einfach. Aber okay, nehme ich gerne an. Was haben wir hier denn? Oh, Rope Swing Level 1. Das ist doch bestimmt auch ganz cool. So, erstmal loslassen. Dann loslassen. Oder auch nicht. Also Leute, loslassen. Ich verstehe nicht ganz, wann wir jetzt. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Schwung. Und was ist, wenn wir jetzt erst nach vorne legen? Also es geht ja gar nicht. Ich verstehe nicht ganz. Ach so, bin ich dumm. Hey klar, wir rutschen da herunter. Okay. Also loslassen. Noch nicht festhalten. Jetzt festhalten. Also warte. Loslassen. Nicht festhalten. Jetzt festhalten. Und jetzt loslassen. Und trotzdem sterben. Ich finde es viel zu schwer. Wenn ich schon den Anfang nicht schaffe, ist ja schon ein bisschen traurig, oder? Jetzt aber, kommt es. Nicht, okay. Irgendwas mache ich, glaube ich, voll falsch. Oder ich bin echt zu dumm für dieses Level. Das könnte natürlich auch noch möglich sein. Jetzt aber. Nicht, okay. Sag mal, das kann doch nicht sein, dass ich so blöd bin. Ah, jetzt. Jetzt sieht's immer noch scheiße aus. Leute, ihr könnt mir doch jetzt nicht erzählen, dass das Level so schwer ist. Jetzt habe ich es geschafft. Er muss jetzt echt noch mit seinem blöden Kopf muss der jetzt noch da rein. Wieso? Immer diese Segway-Fahrer. Jetzt aber. Okay, egal, egal. Das ist mir egal. Alles scheißegal. Okay, die kennen wir, kennen wir, kennen wir. Nicht den Fuß brechen. Nein, okay, alles super. Rutscht da runter. Perfekt. Ja, jetzt. Jetzt halt nur nicht mehr sterben, weil das war jetzt schon zum Hinkommen schwer genug. Wow. Jetzt gehen wir ab. Jetzt sind wir die übelsten Bros und geschafft. Gott sei Dank. Weil ich glaube, den Anfang hätte ich nicht nochmal geschafft. Der Anfang ist echt schwierigste dran. Epic Challenge. Wow. Oder etwa WoW? Wer weiß es? War das jetzt gerade normal, dass man nicht fahren durfte? Ich glaube schon. Ach du Scheiße. Ach du. Ah. Mach doch noch weiter. Mach doch noch weiter. Ist also eine Abänderung vom geliebten Bottle Run. Heißt dann da wohl Xenox Run, weil das im Z. Ah. Ah. Slow, slow. Nein, slow. Nein.
Oh, war das knapp. Was? Ach so, ich habe gedacht, wir können da noch runter und dann ist es so. Kennt ihr das, wo ihr auch langsam durch die Stacheln durchfahren müsst? Und ich habe gedacht, dass es jetzt so zwei davon sind. Einmal, dass wir oben nicht hin dürfen und einmal, dass wir unten uns nicht zu sehr bewegen dürfen. Aber nein, okay. Also nochmal. Epic Challenge. Challenge accepted. Okay. Das geht? Nein, slow, 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 slow. Okay. Jetzt ganz langsam. Das könnte echt schwer werden. Weil wir ja genau auf der Höhe bleiben. Boah, ist das schwer. Nicht zu schnell, nicht zu schnell. Aber so, ja. Der gute Karl gibt uns seelische Unterstützung, wie ihr sehen könnt. Er macht schon einen Headbang-Move. Okay, kein Problem für den Dad. Danger? Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt ein kleiner Stein runterfällt. Ich weiß nicht, vielleicht weil mir das Schild das anzeigt oder die 5000 Schilder, aber. Rein intuitiv bin ich da drauf gekommen. Oh mein Gott. Oh nein, der Xenox-Fall. Voll cool, dass die ein Z haben, oder? Voll der Zufall. Oh, Karl hat keinen Bock mehr gehabt. Slow. Wenn er jetzt halt mal verarscht, dann kriege ich richtig die Krise. Weil dann. Was? Wie Graffiti-Test. Oh nein, oh nein, ich hasse das, ich hasse das. Echt eine coole Map, aber ich hätte es mir ein bisschen härter vorgestellt. Aber cool, echt coole Map. Vor allem so designt und so, vor allem weil überall Z ist, weil Xenox. Nein, voll selbstverliebt hier. Pogo 2. Ich glaube, der zerdrückt uns. Okay, sogar eine kleine Schwierigkeit sogar noch dabei, also ein Zeitdruck sozusagen. Ich hasse Zeitdruck, wenn ich das mal so sagen darf. Aber eigentlich ist es auch voll. Ich wollte gerade sagen, voll einfach, weil man sich so nach vorne schieben lassen kann und dann in dem Moment hochspringen, wo man muss, aber dann doch nicht so einfach. Okay, da kommen wir gut durch. Das war scheiße. Ah, wenn wir da noch rübergekommen wären. Oh nein, Hilfe. Okay, das hat uns jetzt Arsch gerettet. Das auch. Boah, das ist echt schwer. Was ging jetzt ab? Egal. Es regnet. Es regnet gar nicht gut. Oh nein, wir werden sterben. Ja. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Keine Sorge. So, einmal. Das sieht immer voll gut aus. Voll so. Sogar mit Skill. Das war gar nicht gewollt, dass es mit Skill aussieht. Was? Was? Wie hat denn der jetzt sein. Also, das müssen wir. Also, schickt mal bitte schön ein Real-Life-Video, wo ihr das nachmacht. Und dann will ich sehen, ob man wirklich den Kopf verliert. Das war ein Spaß übrigens, gell? Also, nicht, dass ihr da jetzt euch reihenweise in den Tod stürzt. Das Level ist ja ganz schön und gut. Nur, so langsam kommt der Frustfaktor auf und ich hasse es. Vor allem, wenn der Pogoman einfach vergisst, wie man springt. Oder wie man sich allgemein bewegt. Manchmal vergisst er einfach alles kurz, so für 2 Sekunden. 2 Sekunden Alzheimer, so nennt man das. Ja. Okay, nach vorne schieben und. Okay, das bringt nichts. Das hat er unterbinden lassen. Denn sobald wir an dem, an der Wand oder halt an dem, was auch immer das sein soll, ich glaube, es soll Feuer oder so darstellen, sind, dann können wir nicht mehr richtig springen, wie ihr sehen könnt. Und dann zerdrückt uns auf bestialische Art und Weise. Nett umschrieben. Ey. Haha. Der Pogoman, Alter. Ich hasse ihn wie die Pest. Hey, Alter. Letzter Versuch. Das ist mir zu schwer. Oder nicht zu schwer, aber zu. Ja, okay, komm, ich probier's nochmal. Komm, das schaffen wir schon. Ich kann jetzt hier nicht jedes Mal aufgeben. Bisschen Schwierigkeit muss ja auch mal da sein, oder? Ey. Wenn der aber nicht springen kann, dann kann ich doch nichts dafür. Jetzt aber, komm. Dann schafft es mal wieder hochzuspringen, aber hat dann keinen Bock nach vorne. Der Pogoman ist schon ein launischer Typ. Ein launischer Geselle ist der.
Ja, dann stirbt er mal wieder. Weil er einfach gar Bock drauf hat. So, okay. Nein, nein, nein. Ey. Ich kriege jetzt dann gleich Herpes wegen dem. Das darf nicht wahr sein. Das darf echt nicht wahr sein. Oh ja, das sah jetzt wieder geskillt aus. Jetzt war es das dann auch wieder. Oder warte, ich mich so nach vorne und dann nicht sterbe. Okay, doch sterb, okay. Geil. Wirklich geil. Okay. Wieso? Wieso habe ich das getan? Ich will noch schneller zerdrückt werden, bitte. Das sah auf jeden Fall gerade aus. Ja, aber ich will jetzt auch nicht noch die letzten 5 Minuten nur mit dem Ding hier füllen. Obwohl ich gar nicht weiß, ob wir schon wieder bei 30 Minuten sind. Oh Mann. Man sollte echt mal auf die Uhr gucken, wenn man die Aufnahme startet und nicht, wenn man schon mittendrin ist. Okay, jetzt wird wieder der Bildschirm so schwarz. Ist auch ein bisschen irritierend, aber dem Spielemacher, glaube ich, egal. Ach. Das war jetzt letzter Versuch. Probiert selber. Heißt, nein. Ich, also mein inneres Ich will eigentlich weiterspielen. Deswegen habe ich gerade auf den Start gezockt. Gezockt. Das Atlas LP Pogo 2. Ach, das ist sogar für ein. Ach, das Atlas LP. Das wird wohl für das Atlas LP sein. Für irgendeinen YouTuber. Auf jeden Fall ganz cool. Oh, Zombie Attack. Ich würde sagen, das hört sich episch an. Das probieren wir noch aus. Okay, ist schon eine geile Idee, aber der zielt ja von alleine, das ist ja gar kein Problem. Und das sind doch auch gar keine Zombies. Ich würde es eher Opus Attack nennen. Oh mein Leck. Gib mir meine Milch. Schreien die eigentlich alle? Okay, oh, der ist zensiert oder der hat einen Helm auf. Könnte beides sein. Was? Okay. Oh, okay. Der hat's drauf, auf jeden Fall. Das ist ein cooler Dude. Gib mir meine Milch. Gib sie mir. Ich will doch nur meine Milch. Aber echt eine cool, also coole Ideen haben die teilweise. Die Creators. Also ist echt geil. Was man alles mit so einem Spiel machen kann, obwohl das ja eigentlich überhaupt nicht dafür ausgelegt ist. Aber da sieht man mal wieder, was man kann. Und ich glaube, jetzt gleich kommt wieder der und wir können uns nicht wehren. Ja, ich glaube, wir können uns nicht wehren. Aber wie können wir denn die Bomben betätigen? Ich verstehe es nicht sogar. Ich hab gewonnen. Ich hab einfach gewonnen. Okay, warte, jetzt noch ein extrem New Challenge. Best gerated momentan. Das ist jetzt das letzte Level, okay? Weil wir sind schon wieder bei, ich glaube, 28 Minuten, wenn ich meine Uhr trauen kann. Oh nein, das ist das Level, wo ich gemacht habe, wo ich gesagt habe, daher kenne ich's. Und dass das nicht so extrem, also dass das viel extremer war. Und es wird echt extrem. Das sieht jetzt noch voll easy aus, aber jetzt dann gleich wird es richtig böse. Vor allem, weil halt einfach alles schwarz ist. Du kriegst voll den komischen Blick dann. Also ich kann es gar nicht erklären. Wow, 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 ho, ho, ho. Bis hierher habe ich es geschafft. Ey, geil, wir haben es echt geschafft. Darf ich da vielleicht auch noch drauf? Danke. Es wäre jetzt traurig gewesen, wäre es daran gescheitert. So. Naja, das war jetzt nicht das Übelste, aber ich würde sagen. Einer geht noch. Und zwar mit dem guten Vater.
Im alten Faller. Welcome to the Claws Challenge Demo. Made by Random Alchemist. You can take every vehicle you want. But Helicopter Guy is a bit tricky finish to whiff. Okay. Level 1, the classic turning classes. Jetzt werden sie ein ganz klein bisschen dicker. Oh, okay, der Boss, der ist jetzt richtig stark. Naja, ging so. Oh, das sind ja Spikes, die wehtun, oder? Nee, doch nicht. Das ist doch nur Design alles. Okay, das Level geht noch. Ich habe nur so irgendwie das Gefühl, dass das ewig lang ist. Egal. Ach du Scheiße, jetzt auch noch so. Okay. Ewig lang war es jetzt nicht. Achso, es war ja eine Demo. Okay, dann passt. Ja, dann sage ich vielen Dank. Ich gehe noch zu der netten, guten, alten Dame, die schon wieder richtig sexy aussieht. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe die 30 Minuten hoffentlich gefüllt. Wie gesagt, auf meiner Uhr steht's. Ich kann es immer nur hoffen. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal bei Happy Wheels.